Hey, heute tauchen wir in die kontroversen Ansichten des italienischen Autors Mauro Beglino ein. Seine Übersetzungen enthüllen eine faszinierende Perspektive, welche einem gleichermaßen interessante Denkanstöße gibt. Was, wenn die Bibel eine andere Geschichte erzählt, als wir bisher glaubten? Mauro Beglino hat als Experte in altem Hebräisch, Aramäisch und Altgriechisch Jahrzehnte damit verbracht, die ursprünglichen Texte der Bibel zu übersetzen und zu analysieren, also vor allem die hebräische Bibel. Sie ist bekannt als das Alte Testament für Christen und als Tanach für Juden, welche auch die Tora beinhaltet. Während das Neue Testament später von Christen hinzugefügt wurde und daher nur von Christen akzeptiert wird, wird das Alte Testament sowohl von Juden als auch von Christen gleichermaßen als Heilige Schrift betrachtet. Beglino fertigte von alten Originaltexten Übersetzungen im Umfang von 70 Büchern für den Vatikan an. Diese wurden auch genauso veröffentlicht, bis er entlassen wurde. Die Bibel, so argumentiert er, ist für ihn kein Buch über die Schöpfung des Universums durch einen allmächtigen Gott, sondern eine chronologische Erzählung eines Volkes und seines irdischen Herrschers. Diese Theorie wirft dadurch grundlegende Fragen auf. Wer oder was ist der Gott der hebräischen Bibel, wenn nicht der Schöpfer des Universums? Und worüber spricht die Bibel eigentlich? Beglinos Annahmen lassen sich folgendermaßen vereinfacht zusammenfassen. Die Bibel spricht nicht über einen Gott, sondern ist eine Sammlung aus Literatur, die das israelische Volk ursprünglich verfasst hat, um deren Geschichte und die Beziehung zu ihrem Herrscher Yahweh zu dokumentieren. Diese Art der Dokumentation ist in alten Kulturen durchaus üblich gewesen. Über die Jahrhunderte sind unzählige Versionen und Kopien der Bibel entstanden. Kopisten hätten damals aber nur begrenztes Wissen darüber gehabt, wie die ursprünglichen hebräischen Texte überhaupt korrekt zu übersetzen sind. Das liegt daran, dass Texte in altem Hebräisch keine Vokale enthalten und der Kontext daher oft nur erraten werden kann. Da das Hebräisch sich über die Jahrhunderte verändert hat, um den Lesevorgang zu vereinfachen, wären die Übersetzungen seiner Meinung nach eine schwammige Interpretation der damaligen Zeitgeschichte und Religion. Diskussionen über die richtige Leseart gab es daher auch schon im frühen Mittelalter und nicht erst in der Neuzeit. Viele hebräische Wörter können, abhängig vom Kontext, unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese Mehrdeutigkeit erfordert sorgfältige Interpretation und ein tiefes Verständnis des kulturellen und historischen Hintergrunds von damals. Beglino führt hierfür einige Beispiele an, die wir euch zeigen möchten. Zitat: Der Begriff auf Hebräisch, der mit Busch übersetzt wird, ist auch in anderen Teilen der Bibel präsent und es bedeutet felsiger Berg. Also ist es möglich, dass Mose ein Feuer über einem felsigen Berg sah. Also ist es ein weiterer Fall von Fehlübersetzung. Also können wir annehmen, dass es nicht ein Busch war, der brannte. Zitat: Der Begriff Shaddai bedeutet nicht Allmächtiger, sondern Herr der Berge, Herr der Steppe. Auch könnte man das Wort Tevel als Welt, Universum deuten oder als Abscheulichkeit. Gott könnte genauso eine fremde Gottheit heißen, Engel oder sogar etwas ganz Weltliches wie Richter oder König. Wurde ein König der Hebräer also später zum Gott gemacht? Selbst das wäre keine Seltenheit in der Menschheitsgeschichte. Julius Caesar, Alexander der Große und viele griechische Helden wurden zu Lebzeiten oder nach deren Tod zu Göttern erklärt. Die Bibel würde laut Beglino mit einem hebräischen König viel mehr Sinn ergeben. Wenn Gott allmächtig und allwissend ist, warum wird diesem Fakt dann im Laufe der Bibel und in vielen Versionen der alten Texte widersprochen? In einer Version eines Originaltextes wird beschrieben, wie Yahweh im Garten Eden umhergeht und als die Menschen sich verstecken, ruft er: Wo bist du? Was darauf hindeutet, dass er in dieser Version nicht allwissend ist. Auch ruht Gott sich aus, isst und trinkt wie Sterbliche. Dann zerstört er an mehreren Stellen seine Schöpfung wie in Sodom und Gomorra und verhandelt mit Moses über das Schicksal der Bewohner. Wie kann das sein, wenn er allwissend ist? Warum muss Jahwe als Gott prüfen, wer der Israeliten beschnitten ist und somit seinen Regeln folgt und weiß es nicht einfach? Im Psalm 24,8 steht: Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Diese Passage stellt Jahwe als einen mächtigen Krieger dar, was Parallelen zu einem irdischen König oder General aufweist. In Jesaja 42,13 steht: Der Herr sieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann, weckt er den Eifer, er schreit, ja, er jauchzt laut, er zeigt sich mächtig gegen seine Feinde. In dieser Passage wird Jahwe als Krieger beschrieben, der für Gerechtigkeit kämpft.
In Josua 5,13 bis 15 erscheint vor der Schlacht um Jericho Josua ein Mann und identifiziert sich als Anführer des Heeres des Herrn. Diese Erscheinung kann auch als General oder Kriegsführer interpretiert werden, welcher Josua Anweisungen für die bevorstehende Schlacht gibt. Aber besonders die verstörenden Teile der Bibel lassen die Annahme eines Königs oder sogar Generals zu. So führt Jahwe zum Beispiel sein Volk in Schlachten und Kriege. Zum Beispiel in Exodus 15, das Lied des Mose nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Die Darstellungen dort ähneln denen eines Kriegsherrschers. Oder in Samuel 15, 2 bis 3. Gott befiehlt Saul, die Amalekiter zu vernichten, einschließlich Männer, Frauen, Kinder und sogar Tiere. Dieser Befehl zur vollständigen Vernichtung wird oft als Beispiel für die Herem-Kriegsführung im Alten Testament zitiert, bei der alles dem Bann geweiht und vernichtet werden soll. Auch bittet Jahwe im Abschnitt Mose 31,17 bis 18, alle Feinde zu töten und Jungfrauen für sich zu versklaven, und später geht es darum, wie die Kriegsbeute aufzuteilen ist. In der Passage 5, Mose 21,18 bis 21, wird ein Gesetz beschrieben, in dem ein ungehorsamer, rebellischer Sohn von den Eltern vor die Stadt gebracht werden soll, um ihn zu Tode zu steinigen. In Richter 11 erfüllt Jephthah sein Gelübde gegenüber Jahwe und opfert seine Tochter, was die Beziehung zwischen Jahwe und den Menschen in einem sehr irdischen und verträglichen Licht darstellt. Diese grausame Form, seine Unterwürfigkeit zu beweisen, ist in diesen alten Kulturen nicht unüblich. Klingt all das nach einem Gott oder eher einem König Jahwe? Wenn es nach Mauro Biglino geht, ein König. Ein König, der sich um sein Volk sorgt, das Territorium verteidigt, erweitert und Gesetze erlässt. Das würde seiner Meinung nach mehr Sinn ergeben. Biglino möchte die Leser seiner Bücher und Abhandlungen dazu auffordern, die hebräische Bibel ohne theologische Interpretation und als zeitgenössischen Bericht zu lesen. Es ist wichtig, in alle Richtungen frei zu denken. Nur auf diese Weise wurden in der Vergangenheit wissenschaftliche Durchbrüche und Erkenntnisse erzielt. Das meistverbreitete Buch der Welt wurde über viele Jahrhunderte adaptiert, interpretiert und politisch genutzt. Und das sollte uns klar sein. Biglino sagt aber auch ganz klar, er möchte niemandem seinen Gott absprechen und behauptet zu keiner Zeit, er würde nicht existieren. Er sagt, dass die geläufigen Übersetzungen aus seiner Sicht falsch sind und von irdischen Herrschern sprechen und nicht von Gott. Aber so faszinierend Biglinos Argumente und Annahmen auch sind, sollten wir erwähnen, dass er die Aufforderung, frei zu denken, sehr weit treibt. Er selbst ist Anhänger der Präastronautik. Diese Theorie geht davon aus, dass Außerirdische in prähistorischer oder antiker Zeit die Erde besucht und möglicherweise mit frühen menschlichen Kulturen interagiert oder diese beeinflusst haben. Die Präastronautik spekuliert, dass viele technologische und kulturelle Leistungen in alter Zivilisationen durch den direkten Einfluss oder das Wissen von außerirdischen Besuchern ermöglicht wurden. Diese Annahmen fließen in Biglinos Büchern ebenfalls ein und auch in Interviews spricht er davon, dass man Stellen der Bibel und anderen antiken Texten als Besuch durch Außerirdische interpretieren kann. Es ist wichtig zu beachten, dass die Präastronautik-Hypothese von der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitgehend abgelehnt wird, da sie als pseudowissenschaftlich gilt und es einfach an stichhaltigen Beweisen fehlt. Kritiker argumentieren, dass die Theorie historische und archäologische Fakten ignoriert oder falsch interpretiert und die Fähigkeiten sowie die Kreativität der alten menschlichen Zivilisationen unterschätzt. Das soll allerdings seine Übersetzung und Interpretation, die wir hier behandelt haben, nicht schmälern, da diese Theorien von ihm durch Linguistik und nicht durch Präastronautik gestützt werden. Aber wir finden es sehr wichtig zu erwähnen, um sich ein Bild von Biglino als Autor und Mensch zu machen. Fazit: Historische, kulturelle und linguistische Kontexte sind wichtig, um die biblischen Texte vollständig zu verstehen. Gleichzeitig können diese Texte spirituelle und moralische Lehren enthalten, die über ihren historischen Kontext hinaus Bedeutung haben. Die Bibel kann sowohl ein Zeugnis menschlicher Geschichte als auch ein Medium spiritueller Wahrheit sein, ohne dass eines das andere ausschließt. Beide Ansätze, die theologische als auch Biglinos Interpretation, bieten wertvolle Einsichten in die Komplexität und Vielschichtigkeit der biblischen Texte. Sie lädt Gläubige und Skeptiker gleichermaßen ein, die Bibel mit einem Bewusstsein für ihre vielfältigen Dimensionen zu lesen und zu erforschen. Aber was denkt ihr über diese Interpretation der Bibel? Teilt eure Gedanken und Ideen gerne in den Kommentaren. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat.
um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder fragen, was wäre wenn?